oder auch eine größere Halle hinbauen. Dann Gang hier nach vorne und nach unten. Da kann man auch noch einiges hinstellen. Hier habe ich noch nicht gelootet, weil ich noch nicht so weit kam. Also das kann man auch noch frei legen. Es ist riesengroß. Es ist wirklich viel zu groß für die PS4. Man stößt ja schon in der großen Halle an die Baugrenze, weil wenn man da alleine schon die Räumlichkeiten aufbaut, ist die Grenze schon fast erreicht. Und da hat man noch nichts. Aber noch wirklich gar nichts mit Läden eingerichtet. Und wenn du dann noch dekorieren willst mit ein paar Kleinigkeiten, dann solltest du schon zweimal die Größe runtersetzen. Und wenn da noch 20 bis 30 Siedler dazukommen, dann, oh Mann, dann geht's wirklich an die Grenze. Mausilein, wo seid ihr denn? Ah, wo bist du? Und jetzt geht's da noch drum, die letzten. Die letzte Schalttafel, nicht Schalttafel, muss ich noch finden. Hier komme ich zu dem Ausgang beim Fellens. Freilegen oder man kann ihn auch zulassen. Zulassen bringt nichts, nicht so viel. Ich dachte einmal, ja komm, lass das zu, dann wirst du nicht gestresst von den Überfällen. Aber der Witz ist, dass die Überfälle trotzdem stattfinden, weil, holla, weil die Gegner, die spawnen genau hier auf dem Vorplatz. Hier ist die Tafel. Nett. Das heißt, wenn man das zulässt, diese Türe, diese Bretter, dann ist es nicht so, dass keine Überfälle stattfinden. Nee, weil die spawnen direkt hier vor dem Platz. Eine Möglichkeit besteht, mit Betonwänden hier eine Wand zu ziehen, bis irgendwo hier in der Mitte, dann hier rüber und wieder so auf diese Seite.
dass hier eine Art Raum entsteht. Man legt hier alles Minen aus in dem Raum und geht dann und spielt einfach weiter. Wenn es heißt Überfall in Vault, dann muss man nicht hierher stressen, weil die Gegner spawnen in diesem Raum und werden von den Minen direkt weggeputzt. Was man dann machen kann, ist hierher kommen, Elektrotür öffnen, reingehen, alles looten, in den Baumodus gehen und die toten Körper wegputzen, wieder frische Minen auslegen und von vorne geht das Spiel wieder los. Dann wollen wir mal weiter auf die andere Seite mit der Schalttafel und können die einsetzen hier oben. Und dann kann man hier auch looten. Hier geht's ja noch, hier ist noch harmlos ein paar blöde Mäuse. So, hätten wir. Jetzt kann man hier putzen, aufräumen und looten, was das Zeug hält oder was geht. Ich kann ein bisschen mehr looten, weil ich noch Mobs drin habe. Und ich kann jetzt auch wieder zurücklaufen und in dieser großen Halle alles wegputzen. Man kann das auch verräumen in die Werkbank. Aber ich vernichte immer alles und stelle mir neues Zeug auf. Was jetzt noch schlimm ist, da hat es noch eine Todeskralle. Die ist im Moment noch eingesperrt. Aber wenn man die Mauer macht, dann ist die gute alte frei. Und die versteckt sich hinter dieser Mauer oder hinter dieser Wand. Wenn ich die jetzt wegnehme, dann steht hinten eine große Todeskralle. Das lasse ich jetzt noch im Moment zu und gehe mal langsam wieder zurück, weil looten kann auch ich alleine. Hier geht's nach zu dem nächsten Teil, wo ich noch die Tafel finden muss. Da nach oben geht's zu der Universitätsapotheke. Dort hat es auch noch eine Schalttafel, die liegt da irgendwo rum. Und die müssen wir auch noch einsammeln. Und hier einsetzen, da unten, bei der Werkbank. Wenn wir schon hier sind, machen wir das noch. Diese Mission abgeschlossen, erkunde die Vault. Jetzt wieder zu der Höhle runter, wo ich vorher war. Und
sollte eigentlich. Nee, hier ist sie nicht. Muss ich durch die Höhle. Hier oben ist die Apotheke. Hier kann man auch entweder aufmachen. Der Vorteil ist, wenn man es aufmacht, dann kann man auch in der Gegend rumlaufen, und wenn man in der Nähe bei Fellens ist, kann man da in die in diesen Schacht, der auf der Straße montiert ist, kann man da rein und ist auch hier in der Vault. Oder man kann in die Apotheke oben bei der Universität und kann von der Apotheke hier rein. Dann wollen wir mal hier runter. Hier ist die Schalltafel. Besser gesagt, Schalttafel. Perfekt. So, die hätten wir auch. Geht's zur Werkbank. Die liegen auch später noch rum. Dann kann man sie auch noch looten. Scrap. Das erledigt. Sobald die montiert ist, kann man hier auch in den Baumodus und alles weg putzen. Man gewinnt einiges an Ressourcen und ich kann jetzt. Sind dann die Mäuse oder die, ja genau, einfach scrappen. Soll ich immer in den Baumodus und Retour wechseln? Die wissen schon, was los ist. Angsthasen. Hier kann man dann auch mit den Vault-Teilen einen Gang durchbauen. So ein Außenteil, blau. So, jetzt bin ich schon fast wieder bei der Vault. Hier bin ich hergekommen. So.
haben wir schon geschafft. Komm, Mutter. Ja. Alle nehmen. Ich habe es direkt aus dem Loch gescrappt. Schmutzig. Kann man brauchen. Kann man brauchen. So, das machen wir jetzt noch mit. Das ist noch lange nicht alles. Ich darf da mindestens noch eine halbe Stunde weiter durch die Höhle stapfen und... Warum geht das? Ja, das geht jetzt. Okay. Gehen wir mal rauf. Hier geht's zum Wasser. Schon freigelegt und an und für sich ist diese Idee ja schon absolut da, eine eigene Vault bauen, aber dann beim nächsten Mal bitte auch, dass man mit der PS4 nur schon ein bisschen mehr machen kann als nur. Den Rohbau stellen und am Anschlag sein. Oder alles nur auf klein ausgelegt. So, sind wir wieder hier. Hallo.